Hallo und herzlich willkommen zum Instagram Live Event von DM Glückskind. Ich bin Kinsey, ich freue mich total darauf, dass ihr heute mit dabei seid, denn bei uns dreht sich heute alles um das Thema Beikost, genauer gesagt um euer Rezept für die Beikost. An dieser Stelle auch hier, hallo, wir haben nämlich zwei Kameras, hallo YouTube, hallo Instagram. Wir haben euch aufgerufen, im Vorfeld eure Fragen zu stellen, und zwar als Kommentar, was möchtet ihr alles wissen zum Thema Beikost? Und wir sind tatsächlich so ein bisschen überwältigt, denn es kamen so viele Fragen, die versuchen wir jetzt alle, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, alle zu beantworten, aber so viele wie möglich werden wir jetzt in den nächsten 30, 35 Minuten beantworten. Die Fragen, die kann natürlich nicht ich beantworten, sondern wir haben heute nicht nur eine Expertin, sondern gleich zwei Expertinnen hier bei uns in unserem wunderbaren Küchenstudio. Und ich muss euch sagen, ich bin tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, denn wir haben einen Promi hier mit uns. Kommt mal mit. Und zwar hier haben wir nämlich die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Biathlon, die fantastische Magdalena Neuner. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Magdalena ist zwar nicht mehr aktive Biathletin, aber sie zählt nach wie vor zu den beliebtesten Wintersportlerinnen Deutschlands. Sie ist außerdem zweifache Mama und sie ist seit 2016 Botschafterin für die Initiative von Milupa Nutrizia, die ersten 1000 Tage. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank. Ich freue mich mindestens genauso sehr über Anna Baumgarten-Hepe. Die Anna ist Ernährungswissenschaftlerin, sie ist Ernährungsberaterin und sie hat sich spezialisiert auf die Kinder- und Säuglingsernährung. Und sie wird eure Fragen heute so von der fachlichen Seite unterstützend nochmal beantworten. Genau. Viele Fragen haben wir im Vorfeld bekommen und viele Fragen bekommen wir jetzt hoffentlich auch noch, denn wir werden nämlich im Laufe dieser Sendung unter allen live eingereichten Fragen im Nachgang dann tolle Preise verlosen. Wir haben zum einen ein Rezeptbüchlein mit ganz tollen Rezepten und Magdalena wird sie gleich unterschreiben. Wir verlosen insgesamt 15 Stück und während Magdalena hier schon busy ist, kann ich euch den Hauptpreis zeigen. Und zwar dieses tolle Bobbycar könnt ihr gewinnen. Dieses Bobbycar, so, wird jetzt auch direkt auch noch live unterschrieben. Ihr könnt dieses Bobbycar gewinnen, wenn ihr jetzt direkt im Laufe der Sendung eine Frage an die Magdalena oder an die Anna stellt. Und bevor wir zu den Fragen kommen, ich hatte jetzt schon erwähnt, du bist Botschafterin für die Kampagne Die ersten 1000 Tage von Milupa Nutrizia. Um was geht es denn eigentlich bei den ersten 1000 Tagen? Die ersten 1000 Tage sind die Lebensphase des Kindes, quasi von Empfängnis, also wirklich ganz von Anfang an, bis zum zweiten Geburtstag. Und in dieser Phase, in dieser Lebensphase, entwickelt sich das Kind unheimlich schnell. Da passiert eigentlich im ganzen Leben am allermeisten. Da wächst es und da kommt so viel, da kommt die Sprache, die ganze Entwicklung. Und deswegen ist es da besonders wichtig, auf eine gesunde und altersgerechte Ernährung zu achten. Es ist einfach eine ganz wichtige Phase und da kann man auch schon die Weichen für ein weiteres gesundes Leben stellen. Sehr schön. Diese Initiative ist ja nicht nur von Milupa Nutrizia, sondern auch von der Deutschen Familienstiftung. Genau. Schön, dass du dich dafür einsetzt. Ja, die Gewinner, die Rezepte, Bücher oder eben das Bobbycar gewinnen, die werden im Anschluss an die Sendung per Direct Message von uns kontaktiert werden. Und ihr könnt die Teilnahmeregeln nochmal genauer nachlesen, entweder in einem Kommentar direkt hier jetzt drunter oder ihr loggt euch ein oder geht auf die Seite von dm.de Glückskind, da könnt ihr die Teilnahmeregeln auch nochmal nachlesen. Und jetzt starten wir endlich mit den ersten Fragen aus der Community. Also ihr beiden, wie lange sollte ich denn stillen und wann kann ich mit der Beikost anfangen? Magdalena, was willst du? Also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, du bist ja die Expertin. Ich habe festgestellt, dass es, glaube ich, von Kind zu Kind relativ unterschiedlich ist. Die Empfehlungen sind ja eindeutig. Bei mir war es so, dass ich die Große 7 Monate stillen konnte, den Kleinen 5 Monate. Und es hat sich einfach, glaube ich, so ergeben, weil die Kinder ja entweder nicht mehr wollten oder ich nicht mehr konnte oder es sich irgendwie von selber ergeben hat. Aber ich glaube, Anna, du bist die Expertin, du kannst uns sagen, wie es wirklich so richtig ist. Also die offiziellen Empfehlungen sind, dass man ausschließlich stillen bis zum Ende des 4. Monats sollte. Und danach kann quasi schon mit der Beikost begonnen werden. Oder man stillt auch noch, wie es die WHO empfiehlt, bis zum Ende des 6. Monats. Und dann kann zu Beginn des 7. Monats mit der Beikost begonnen werden. Also es gibt so ein Zeitfenster einfach von Beginn des 5. bis zum Beginn des 7. Monats und das ist eigentlich so ein optimaler Zeitpunkt. Vorher ist das Verdauungssystem noch nicht ausreichend ausgereift
Und nach dem siebten Monat wird es einfach schon, also zu Beginn des siebten Monats wird es dann schon mit den Nährstoffen aus der Muttermilch alleine ein bisschen knapp. Woher erkenne ich denn das, also weil ich kann ja hier jetzt nicht reinschauen, woher erkenne ich denn, dass mein Baby bereit ist für die Beikost? Wann hast du gemerkt, dass es bei deinen beiden zu weit ist? Also bei der Großen habe ich es halt dann einfach irgendwann probiert, so wie die Empfehlungen sind, habe ich mir gedacht, naja, also sie hat gut getrunken und dann habe ich mir gedacht, zum sechsten Monat, naja, jetzt fangen wir mal langsam an, sie hat alles ausgespuckt, dann habe ich halt noch ein bisschen länger gestillt und hat es wieder ausgespuckt. Und beim Kleinen war es ganz anders, der hat bei uns auf dem Tisch gesehen, dass wir essen, der hat dann einfach Lust gehabt, der hat dann mit 5 Monaten auch schon seinen Brei gegessen, den ich selber gekocht habe und was auch gut funktioniert hat, ja, und so super. Unterschiedlich ist es dann letztendlich gewesen. Genau, das wäre eben auch meine Empfehlung, dass man einfach auf so ein paar Signale des Kindes hört oder achtet. Also wenn das Kind anfängt nach Sachen, wenn man am Familientisch sitzt, zu greifen oder auch anfängt zu schmatzen oder sich selbst Sachen in den Mund steckt so, oder wenn man probiert, ihm etwas oder ihr zu geben, dass sie dann den Mund öffnen, das sind so Anzeichen. Dazu kommt, dass das Kind den Kopf eben aufrecht halten sollen könnte, damit es sich nicht verschluckt. Und eben mit Unterstützung der Mama allerdings aufrecht sitzen kann. Das sind so Voraussetzungen. Mal angenommen, all diese Voraussetzungen sind erfüllt. Wie starte ich dann mit der Beikost? Die Empfehlung ist, mit dem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei zu beginnen. Der wird mittags gegeben. Da ist einfach die Aufmerksamkeit der Kinder noch am größten, also mehr als abends. Und man muss nicht komplett mit dem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei beginnen, sondern kann erstmal mit Gemüse starten. Also man gart das Gemüse, also dampfgart es oder kocht es in wenig Wasser. Dann wird das Ganze püriert und einfach ein paar Löffel angeboten. Und das ist am Anfang wirklich nicht viel, was die Kinder essen. Also danach wird dann noch gestillt. Und das kann auch dieser Übergang kann eben wenige Tage dauern und das kann aber auch ein paar Wochen gehen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich und genau das. Ich habe am Anfang ganz mit Gemüse angefangen. Ich dachte mir so, jetzt erst mal lernen, wie das funktioniert, so Mund auf, ja, das Essen ist super. Rein. Und habe auch festgestellt, dass also dann beim zweiten Kind Pastinake besser ankam als die Karotte. Es war wohl süßer und hat besser geschmeckt. Ja. Und da hat man dann, glaube ich, auch irgendwann so ein Gefühl dafür, was gut ankommt und was gut funktioniert. Genau. Es gibt aber auch tatsächlich so einen richtigen Fahrplan, also wann ich mit welchem Gemüse bzw. mit welchem Getreide starten kann auch, ja? Genau, also der Fahrplan ist auch in dem Rezeptbüchlein drin enthalten und könnt ihr dann auch im Nachgang auf der DM-Glückskind-Seite sehen. Mhm. Und da ist... sieht man eben, der Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei ist der erste und wenn der klappt, also man hat quasi mit Gemüse angefangen, hat dann irgendwann Kartoffeln und Rapsöl dazugegeben und irgendwann auch das Fleisch und den Saft. Wenn das klappt, dann kann man einen Monat später mit dem Abendbrei beginnen, das ist ein Milchgetreidebrei und noch ein bisschen später, also einen Monat später, um genau zu sein, dann mit dem Getreideobstbrei. Am Nachmittag. Vielleicht darf ich da nochmal nachhaken. Wir haben da hinten eben auch eine Flasche Öl stehen. Du ja. erwähntest eben Rapsöl. Wieso ist Öl so wichtig? Das Rapsöl oder auch zum Beispiel Maiskeimöl oder Sojaöl hat besonders gute Omega-3-Fettsäuren und auch Omega-6-Fettsäuren. Aber das Verhältnis dieser zwei Fettsäuren ist eigentlich im Rapsöl am besten, am optimalsten. Und deswegen ist es auch so das erste Öl der Wahl. War Rapsöl auch dein erstes Öl dabei? Ja, also ich habe dann so ein spezielles Baby Beikostöl, glaube ich, nennt man das, habe ich dann gekauft. Da war ich dann auf der sicheren Seite. Dann drauf Omega-3 und... ja. Kann ich denn eigentlich auch etwas anderes geben als Brei? Hast du was anderes gegeben als Brei, Magdalena? Ich habe dann tatsächlich, nachdem ich mit der Großen relativ verzweifelt war, was das Brei-Essen anging, habe ich dann auch versucht, ihr mal feste Kost zu geben, habe mich da ein bisschen eingelesen. Sie hat dann auch mal einen Brokkoli in die Hand bekommen, aber ich habe es immer wieder versucht mit dem Brei und habe sie halt einfach dann noch lang gestillt und ihr noch Milch angeboten. Also es war dann im Endeffekt ein Mischmasch aus allem. Beim Kleinen war es kein Problem, der hat seinen Brei gegessen. Da war das unkompliziert. Genau, also das ist Baby-led Weaning. Das ist so ein alternatives Konzept zu der Beikosteinführung, wie
sie hier empfohlen wird. Und das ist, kann man übersetzen mit so einem babygeleiteten Abstillen, wo das Kind eben von der Milchmahlzeiten zu der festen Kost übergeht, sich quasi am Familientisch mit Fingerfood bedient und dadurch eben die Brei-Mahlzeiten komplett weggelassen werden. Und dazu kamen auch ganz viele Fragen und Kommentare. Also es scheint ein Thema zu sein, das viele von euch da draußen bewegt. Also wichtig ist dann, das zu sagen, dass eben dieses Stillen dann bis zum ersten Lebensjahr in jedem Fall notwendig ist. Und es gibt allerdings auch ein paar Nachteile von diesem Konzept, von dem Baby-led Weaning, nämlich dass wahrscheinlich, es gibt keine Studien darüber, auch nicht über die Vorteile des Baby-led Weanings, aber wahrscheinlich werden eben bestimmte Nährstoffe einfach nicht in dem Maße aufgenommen, wie sie sollten. Also vor allem Eisen, was ja vor allem im Fleisch ist, das ist einfach schwierig als Fingerfood anzubieten. Und auch was Energie angeht, ist wahrscheinlich etwas zu wenig Baby-led Weaning. Wir haben ja viele Fragen im Vorfeld bekommen. Ihr habt jetzt eben auch noch die Gelegenheit, live Fragen zu stellen, die wir im Laufe der Sendung beantworten werden oder die unsere beiden Expertinnen beantworten werden. Und unter allen Fragen, die eingereicht werden, verlosen wir insgesamt 5 Rezeptbücher. Da hat Anna übrigens auch dran mitgearbeitet, möchte man an dieser Stelle auch erwähnen. Und diese Rezeptbücher, die sind auch signiert von Magdalena Neuner. Und wir haben hier noch den Hauptpreis dieses ziemlich großartige Bobbycar, niegelnagelneu, mit der Unterschrift von Magdalena Neuner. Könnt ihr also gewinnen, wenn ihr jetzt direkt Fragen einreicht. Wir machen jetzt mal weiter mit denen, die uns im Vorfeld erreicht haben. Wie viel sollte denn mein Baby pro Mahlzeit essen und was soll es trinken? Haben deine beiden ungefähr gleich viel gegessen und dann auch getrunken oder? Unterschiedlich, aber ich habe mit dem Trinken tatsächlich schon recht früh angefangen, dass ich einfach mal einen Becher angeboten habe. Ich habe das auch irgendwo gelesen und natürlich am Anfang ist es halt eine Riesensauerei, aber es ist ja eh nur Wasser. Ja. Aber dann klappt es relativ gut und meine beiden haben recht früh aus dem Glas oder aus dem Becher getrunken, was ich auch sehr praktisch finde, dass man dem Kind auch einfach Trinken aus dem Becher anbieten kann. Ja. Das finde ich auch super. Und Trinken ist eigentlich erst ab dem dritten Brei so richtig notwendig, aber wenn man es eben schon direkt ab dem ersten Brei zu jeder Mahlzeit anbietet und auch gerne schon in einem normalen Glas oder Becher, dann können die Kinder eben, haben die Kinder quasi die Zeit, um das zu lernen. Und was zu der Portionsmenge zu sagen ist, das ist für den Mittagsbrei ungefähr eine mittelgroße Möhre, also nur damit man sich das mal vorstellen kann, eine mittelgroße Möhre, eine mittelgroße Kartoffel, ein Stückchen Fleisch, was ungefähr auf einen Esslöffel passt, oder dieselbe Menge Fisch. Also Fisch ist eben auch besonders wichtig in der Beikostzeit, gerne 1 bis 2 Mal pro Woche auch Fisch. Und dazu noch 1 Esslöffel Rapsöl und 2 Esslöffel Saft. Wieso Saft? Achso, zum Trinken dann eben, oder? Nee, genau, der wird mit in den Brei gegeben, weil das Vitamin C in dem Saft das Eisen aus dem Fleisch nochmal besser herauslöst. Das kann dann im Darm besser aufgenommen werden von den Kindern. Was mache ich denn, wenn mein Baby das Essen nicht mag und wieder ausspuckt? Ist das bei dir auch manchmal so? Ich glaube, das ist bei jedem so. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei allen Dingen total gut läuft. Ich glaube, am wichtigsten, also meine Erfahrung ist, gelassen zu bleiben. Natürlich beim ersten Kind hyperventiliert man am Anfang und man weiß nicht, was zu tun ist. Aber ich glaube, am Endeffekt ist es wichtig, einfach gelassen zu bleiben. Zu stillen, Fläschchen zu geben, es wieder zu probieren und immer wieder zu probieren, vielleicht auch eine Pause zu machen, oder? Genau. Und dann einfach zum späteren Zeitpunkt wieder zu probieren. Und irgendwann wollen sie dann schon aber essen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so von selbstkochender Mutter zu selbstkochender Mutter ab und zu, du kochst dir da einen ab und hast irgendwie dein eigenes Gemüse und ganz liebevoll und sieht toll aus. Und dann wird es wieder ausgespuckt. Es ist doch schon schwierig, da zu sagen, nein. Dann ist das halt nicht. Ja, es ist wirklich so. Also ich habe ganz viel, wir haben tatsächlich auch selber angebaut und habe es gedämpft und alles super gemacht. Ich habe es aber einfach eingefroren. Ich habe große Portionen gekocht und habe immer kleine Portionen nur aufgetaut. Und dann war es jetzt auch nicht so schlimm, wenn halt die kleine Portion dann nicht gegessen wurde. Die habe ich halt dann in unsere Gemüsesuppe mit reingerührt.
Aber na, natürlich macht man sich dann schon Gedanken und sie hat halt dann eher das präferiert, was ich nicht präferiert habe, aber es ist dann so und ich glaube, am besten ist da entspannt zu bleiben, ja. Genau, und diese, wenn man das zusammennimmt, was ich eben versucht habe, euch so anschaulich wie möglich zu erklären, dann sind das so 190 Gramm und das ist aber tatsächlich auch nur so eine Orientierungsmenge. Also da ist wirklich jedes Kind ganz unterschiedlich und je nach Entwicklungsphase. Also wenn es gerade Zähnchen kriegt, will es vielleicht gerade nicht so viel essen oder es hat einen Wachstumsschub, dann braucht es mehr, kann das die Mamas dann einfach anpassen. So, da kriegt man, glaube ich, auch immer ein Gefühl für. Und die Tiefenentspannung. Magdalenas Tiefenentspannung. Ja, nicht immer, aber beim zweiten genau, beim zweiten ist man dann schon viel entspannter, beim ersten da, da fragt man natürlich seine ganzen Freundinnen und wie war das bei dir und man tauscht sich aus und ist noch verunsicherter. Das ist viel schlimmer, weil alle anderen essen und schlafen und wachsen und sehen man denkt, toll aus. Es wäre so, ja, aber genau, stimmt alles nicht. Okay, wir haben hier Live-Fragen bekommen und zwar, super, Fisch hattest du ja eben angesprochen, Fisch ein- bis zweimal die Woche oder zweimal die Woche ist auch ganz wichtig. Darf man Fisch in einem Gemüsefischbrei einfrieren? Ja. Darf man. Genauso wie Fleisch oder genauso, wenn ihr den als vegetarische Variante kochen wollt, kommt ja dann statt des Fleisches oder des Fischs Getreide mit rein, also ein eisenreiches Getreide wie Hafer oder Hirse. Und auch den kann man einfrieren, alle drei. Ja. Muss ich da beim Auftauen irgendwie an was Besonderes achten? Die frühere Empfehlung war, das im Kühlschrank aufzutauen, am besten über Nacht. Und heute ist die Empfehlung, einfach um Keimzahlen zu vermindern, dass man das direkt aus dem Tiefkühler in Wasserbad oder in der Mikrowelle auftaut. Gleich sofort erwärmt. Genau. Wie kann ich mehr Abwechslung in den Kartoffelfleischbrei bringen? Fleischbrei. Ja, ich habe dann einfach die Gemüsesorten variiert. Habe dann auch mal zwei verschiedene Gemüse dazu gemischt. Also ich habe es mir immer so einzeln eingefroren. Ich habe das Fleisch manchmal einzeln eingefroren und die Kartoffeln. Also das ist ziemlich viel Arbeit am Anfang. Stimmt, aber ich habe mir dann manchmal einfach so einen Vormittag genommen, wo ich drei verschiedene Gemüse und Fisch und Fleisch und so gekocht habe. Und das habe ich dann zusammengemischt. Und da konnte man dann schon so ein bisschen variieren. Aber ich glaube, die Kinder brauchen auch nicht immer jeden Tag die verschiedenen Geschmacksexplosionen. Also ich glaube, die sind auch ganz happy, wenn nur mal eine kleine Komponente anders ist oder wenn auch mal was wieder ähnlich ist. Also ich glaube, da muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen, oder? Trotzdem ist es super, wenn man auch die Gemüse abwechselt, wenn man da ein bisschen Vielfalt reinbringt. Denn gerade wenn man jetzt in dem Alter, in dem Beikostalter schon so eine Vielfalt anbietet, das hat sich gezeigt, dass sich das wirklich bis ins Grundschulalter mindestens fortsetzt und die Kinder dann tatsächlich mehr Obst und Gemüse essen, wenn sie es in der Beikostzeit schon gelernt haben. Ja. Und wenn man das Gemüse abgewechselt hat und dann vielleicht noch mehr Abwechslung braucht, könnte man die Kartoffeln auch durch Nudeln oder Reis ersetzen oder man wechselt das Fleisch einfach mal, die Fleischsorte. Also man kann auch Lamm oder Hühnchen oder Schwein nehmen. Gibt es denn auch Gemüsesorten, die ich eher nicht anwenden sollte, weil sie vielleicht nicht so ganz verträglich sind? Genau, also ja, so bestimmte Kohlsorten wie Weißkohl oder Rotkohl sind noch nichts für die Kleinen und auch nicht rohes Gemüse, also Salat oder auch Pilze, Zwiebeln, was sehr doll bläht, das ist noch nichts für die Beikostzeit. Dann eher später irgendwann. Genau. Auf was muss ich achten, wenn ich mein Baby zum Großteil vegetarisch ernähren möchte? Genau, da ist es einfach ganz wichtig, nicht einfach das Fleisch oder den Fisch wegzulassen, sondern das zu ersetzen durch das Getreide. Und es gibt eben besonders eisenreiches Getreide, das ist Hafer oder Hirse. Und dann kann man auch in einem Fleischbrei, sollte man ja eher diese, sind es 2 Esslöffel Obstsaft und in dem vegetarischen Brei kann man das ein bisschen erhöhen, da sind es dann 3,5. Ganz genau. Aber du bist ja auch die Wissenschaftlerin und musst das ja auch ganz genau. So sind die offiziellen Empfehlungen. Weil da eben das Eisen noch stärker gebunden ist in der pflanzlichen Quelle und da ist es noch wichtiger, dass da das Vitamin C zukommt. Okay.
Mal angenommen, der Brei wird nicht ganz aufgegessen, es bleibt ein bisschen was übrig. Was mache ich denn dann? Was hast du gemacht? Kannst du es wieder einfrieren? Oder? Also wenn der schon aufgetaut war, habe ich ihn nicht mehr eingefroren, dann habe ich ihn halt, weiß ich nicht, wiederverwertet oder bei uns irgendwie mitverarbeitet. Selbst gegessen, ja. Eigentlich beim Kleinen war das gar nicht so viel, das war dann immer echt nur ganz wenig, was er übrig gelassen. Man weiß ja dann auch schon relativ gut, finde ich, wie viel das hier essen und passt dann schon auch die Menge an, ich meine, wie viel bleibt da am Ende übrig. Ja. Also ist nicht so. Ja. Also wenn man es vorher schon weiß, dass es wahrscheinlich nicht die ganze Menge auf ist, dann kann man ja vorher die Hälfte einfach schon mal abnehmen und in den Kühlschrank stellen. Ja. Das kann man dann auf jeden Fall 24 Stunden aufbewahren. Aber so, wenn das Löffelchen schon im Mund war und dann wieder am Brei, dann lieber weg. Das ist ja dann schon so ein bisschen vermischt meistens. Genau. Verdaut. Ja. Wolltest du jetzt nicht sagen. Aber an sich kann man das auch, also bei dem selbstgekochten Brei, kann man ruhig das, die Reste aufessen. Schmeckt ja eigentlich auch lecker. Ganz gut. Ja. welche Lebensmittel sind am Anfang besonders gut verträglich? Genau. Man kann eben bei dem Gemüsekartoffelfleischbrei mit Möhre anfangen oder Pastinake oder Kürbis. Auch Brokkoli und Blumenkohl gehen dann schon langsam. Erbsen vielleicht ein bisschen später. Bei dem Getreide-Obstbrei und Milchgetreidebrei kann man verträgliche Obstsorten wie Aprikose, einfach an eigentlich Apfel oder Birne, auch mal Banane. Ja. Wir haben uns vorher über die Bananen unterhalten. Das könnt ihr natürlich nicht wissen, aber Bananen sind nicht so ganz uneingeschränkt zu empfehlen, weil sie einfach einen sehr hohen Zuckergehalt haben. Da sagt man dann eben ab und zu Banane. Aber Banane ist schon irgendwie auch toll. Einfach zu transportieren, ja. Und so einfach halt zu schnell mitnehmen, ja. Jetzt haben wir hinter unseren beiden Expertinnen, genau. Seht ihr vielleicht, haben wir Babygetreide, Kindermüsli und normales Müsli aufgebaut, um euch eben auch zu zeigen, wie unterschiedlich diese drei Getreidesorten sind. Genau, also wir waren ja gerade bei verträglichen Lebensmitteln für die Beikost und da ist es beim Obst und Gemüse nicht getan, sondern man kann auch, was das Getreide angeht, etwas genauer auswählen. Mhm. Und zwar spezielles Babygetreide. Ihr seht das ist auch ein bisschen pulverförmiger. Und wenn man das eben vergleicht mit dem Kindermüsli, das ist schon ein gravierender Unterschied. Und das wäre eben das erwachsene Müsli. Diese Pulverform macht den Brei einfach super sämig erstmal. Und dann ist das Getreide natürlich auch viel besser aufgeschlossen, um für die Verdauung der Kleinen zur Verfügung zu stehen. Genau. Und bei dem Babygetreide, da gelten ja auch nochmal ganz andere, Maßrichtlinien. Ja, genau. Strengere Kontrollen, was Rückstände angeht und sowas. Genau, das wird viel strenger kontrolliert. Ja. Wann kann ich denn eigentlich anfangen? Mal angenommen, ich bin dann fertig irgendwie mit Brei und ich möchte anfangen, mein Kind in die Familienernährung zu integrieren und feste Mahlzeiten anzubieten. Wann kann ich das machen? Im Prinzip schon zu Beginn des 10. Monats. Wie war das bei dir? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war so ein Übergang einfach. Also ja. Ich glaube schon, dass das oft dann so... Oft abends dann, also wenn wir zusammen abends dann gegessen haben, wo man dann auch, wir machen abends eher mal Brotzeit, essen Mittag immer warm, wo natürlich erstmal Brei war Mittag und abends gab es den Milchgetreidebrei, aber da wurde natürlich dann auch mal ein Stückchen Brot dazu und dann, also hat sich das glaube ich dann auch irgendwann so automatisiert, weil die Kinder natürlich mit am Tisch sitzen und dann schon schauen, was gibt es denn da. Und da schneidet man dann schon auch mal ein Stück Brot auf. Genau, ist auch super. Also ab Beginn des 10. Monats, das kann aber auch noch über den ersten Geburtstag drüber gehen, diese Übergangszeit quasi vom Brei zu festeren Mahlzeiten. Und dann ist es so, dass man so beginnen könnte, dass man den Mittagsbrei einfach ein bisschen stückiger lässt, also dass man den nicht püriert, sondern einfach nur noch zerdrückt. Ja. Und genau zu diesen klassischerweise morgens und abends dann einfach keinen Brei mehr gibt, sondern eine Brotmahlzeit. Das kann morgens dann aber auch so ein Müsli noch sein. Und gerade abends ist es manchmal auch so, dass die Kinder dann sehr müde sind und eigentlich
lieber ihren Brei wollen als das Brot. Bei meinen Kindern war es aber auch andersrum. Mhm. Die wollten dann auch lieber Brot. Aber es gibt eben auch viele Kinder, die sind dann abends zu müde und wollen einfach nur den Brei. Und das ist ganz oft so, dass sich das dann auch über den ersten Geburtstag hinaus hinzieht mit dem Abendbrei. Und das ist auch völlig okay. Mal angenommen, ich biete meinem Kind dann genau Brot an. Haben wir ja schon mal so genau, ein bisschen was vorbereitet? Ja, also das wäre eine super Brotmahlzeit. Das wäre dann eben der Ersatz für den Abendbrei oder auch für das Frühstück. Und da ist dann jetzt ganz normal Butter drauf, oder? Das ist jetzt Frischkäse und dazu noch Obstwürfel. Also einfach ein paar einen Apfel in mundgerechte Stücke geschnitten, sodass die Kinder das dann halt gleich so wegrapsen können. Genau. Ja. Und eben als, weil morgens ersetzt das dann ja die Stillmahlzeit oder die Milchmahlzeit, weil morgens ja eigentlich noch nichts in dem Beikostplan anderes angedacht war. Ist das vielleicht auch meistens das Erste, was dann... Das sieht aber auch total appetitlich aus. Ja, ich hechte zu den weiteren Fragen auch auf diesem Stapel. Vielen Dank an euch alle für eure Fragen. Jetzt kommen wir mal zu den schwierigen Fragen. Genau, an der Stelle, ja, da steht es ja auch, habe ich auch schon gesagt, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Aber für den Fall, ich hätte es nicht gesagt, da steht es jetzt nochmal. Also, Dankeschön. Sind Gläschen auch gut oder sollte man selber kochen? Waren wir ja vorher quasi schon so ein bisschen dabei. Also was würdest du eigentlich an dich? Du bist die Expertin. Wenn man zum Beispiel keine Zeit hat oder unterwegs ist, dann können Gläschen eben auch ein adäquater Ersatz sein fürs selber kochen. Ich würde es eben so empfehlen, Mamas, die selber kochen, die können einfach ganz entspannt auch manchmal ein Gläschen geben, wenn sie unterwegs sind, weil auch da gibt es strenge Richtlinien, dass die Inhaltsstoffe werden auch sehr streng kontrolliert und das kann dann auch mal ein Ersatz sein. Für die Mamas, die sich für Gläschenkost entscheiden, quasi, würde ich empfehlen, ab und zu einfach auch mal selbst zu kochen, damit eben das Kind die Geschmacksvielfalt von allem kennenlernt. Denn ein selbstgekochter Brei hat einfach noch mehr den natürlichen Geschmack der Lebensmittel als die Gläschen. Sollte ich bei Blähungen mit der Beikost aufhören oder dranbleiben? Waren Blähungen bei euch? Ich hatte Gott sei Dank da keine Probleme bei den Kindern. Die konnten dann auch relativ schnell auch mal Erbsen essen oder auch wirklich mal Brokkoli und Blumenkohl. War ich jetzt Gott sei Dank relativ verschont. Ich würde dann so sehr blähendes Gemüse tatsächlich erstmal wieder vom Speiseplan streichen und mit den verträglicheren Sorten weitermachen, weil man ja auch einfach dem Kind irgendwie jetzt nicht das alles quälen möchte. Nee. Aber man kann das dann gerne nach 2-3 Wochen auch nochmal probieren. Also das ist jetzt auch nichts Gefährliches. Da kann man auf jeden Fall dranbleiben. Entspannt dranbleiben, genau. Okay. Wie erkenne ich Babygetreide im Markt? Also wenn ich im Supermarkt bin oder im Drogeriemarkt? Eigentlich ganz leicht. Also es steht im Babyregal, leicht zu finden. Und meistens, oder es steht eigentlich immer die sichtbare Altersempfehlung drauf. Also man sieht dann schon ganz genau, meinetwegen ab dem 7. Monat, ab dem 5., da weiß man dann, okay, das ist Babygetreide, kann man eigentlich nicht verfehlen. Es ist nur manchmal so, dass auch in der Nähe des Babygetreides andere Getreideflocken stehen, da ist aber keine Altersempfehlung drauf und es ist meistens auch kein geeignetes Babygetreide dann. Ja. Okay, also auf alle Fälle im Babyregal schauen und dann schauen, ob die Altersempfehlung draufsteht. Genau. Muss man Öl hinzufügen, wenn man mit Gläschen füttert? Auch eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass bei den Gläschen ein bisschen weniger Öl drin ist als empfohlen und da wäre es gut, wenn immer mal noch so ein Teelöffelchen mit dazu kommt an Öl. Müsste ich auch nicht. Mhm. Also einfach mit rein? Genau, einfach ein Teelöffel Öl noch mit rein und Ruhe. Ganz geil, hätten wir jetzt auch geschafft, jetzt, oder? Ja, genau. Haben wir denn noch weitere Live-Fragen?
Okay, machen wir mal hier. Wir haben nämlich hier noch die wichtige Botschaft für euch. Unter allen live gestellten Fragen, die jetzt als Kommentar hier direkt unten landen, verlosen wir insgesamt 15 Rezeptebüchchen, unterschrieben von Magdalena Neuner. Und auch ganz großartig dieses fantastische Bobbycar, auch mit der Unterschrift von Magdalena Neuner. Könnt ihr also gewinnen. Und damit ist unsere Zeit, ich schaue noch mal kurz in die Runde, ist auch schon fast zu Ende. Vielen Dank an euch alle für eure Fragen. Vielen Dank an meine beiden vielen Experten. Dank. Anna, Magdalena, Dank. Auch Dankeschön, dass ihr dabei wart. Sehr dass gerne. Ihr, dass ihr euch allen Fragen gestellt habt, die da so auf euch eingeprasselt sind. Danke für eure Zeit und euren Einsatz. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr diese Sendung jetzt vielleicht nicht von Anfang an gesehen habt und sie nochmal im Nachgang sehen möchtet, dann schaue ich jetzt hier rüber. Denn da ist unsere YouTube-Kamera und diese Sendung wird im Nachgang auf YouTube, auf dem DM-Kanal, auf dem YouTube-Kanal von DM so, im Nachgang für euch zu sehen sein. Und wir sagen an dieser Stelle tschüss, macht's gut. Schönen Abend. Ciao.